Heute ist eine ganz besondere Lesestunde. Es ist die letzte Stunde in diesem Jahr. Und ich habe euch ein schönes Buch mitgebracht. Das ist geschrieben von Rit de Haas und heißt Emil, Besuch im Leuchtturm. Und ist im Nord-Süd-Verlag erschienen. So, nun fängt die Geschichte an. Emil wohnt in einem Leuchtturm, zusammen mit Oma und seinem Hund Arthur. Heute Morgen ist er schon früh aufgewacht. Das Licht, das ins Zimmer scheint, ist anders als sonst. Viel heller. Neugierig zieht Emil die Vorhänge auf. Natürlich, es hat geschneit. Überall liegt weißer, fester Schnee. Schnell zieht Emil sich an und rennt nach draußen. Komm mit, Arthur, ruft er. Wir bauen einen Schneemann und eine Rutschbahn. Emil und Arthur spielen den ganzen Tag vor dem Leuchtturm. Am Abend beginnt es erneut zu schneien. Ich nehme unser Huhn und die Ziege nach drinnen an die Wärme, sagt Oma. So wie es aussieht, schneit es noch lange. Oma hat recht. Am nächsten Morgen liegt der Schnee bereits Meter hoch. Hörst du das auch, Oma? Fragt Emil. Jemand kratzt an unserer Tür. Merkwürdig, ich kann gar niemand sehen. Emil öffnet die Tür. So viel Schnee. Vor ihm türmt sich eine riesige Schneewand auf. Nur zu unterst hat es ein kleines Loch. Ein Kaninchen schaut heraus. Es zittert vor Kälte. Komm schnell herein, sagt Emil. Armes Kaninchen. So einen strengen Winter hast du bestimmt noch nie erlebt. Tja, ich auch nicht. Wenn du möchtest, darfst du hier bleiben. Emil holt eine Schachtel. Hier ist dein Bettchen. Da hört Emil schon wieder ein Geräusch. Diesmal klopft es zaghaft gegen die Fensterscheibe. Es ist eine Eule und sie ist genauso kalt wie das Kaninchen. Herzlich willkommen, sagt Emil. Komm nur, wir haben Platz genug. Und Essen gibt's auch genug, sagt Oma. Jeden Tag kommen neue Gäste. Manche kommen allein, manche zu zweit. Und manche bringen ihre ganze Familie mit. Zum Glück ist die Treppe im Leuchtturm so lang. Alle Tiere bekommen ein Gästebett mit auf die Treppe. Denn bis die Kälte vorbei ist, möchten die Tiere ihren Winterschlaf halten. Das heißt nicht alle. Einige Gäste sind gerade nachts besonders wach. Und deswegen muss auch Emil wach bleiben. Es schneit und schneit. Emil kann gar nicht mehr draußen spielen. Und sowieso langsam hat er genug von all dem Schnee. Eines Morgens steht Emil in der Eingangshalle. Auf der Treppe ist kaum noch Platz. Gut, dass es den letzten Tagen keine neuen Gäste mehr gekommen sind. In diesem Moment kratzt es an der Tür. Oh, ein Fuchs, ruft Emil. Toll, so einen haben wir noch nicht. Komm herein. Für dich ist es sicher langweilig da draußen, weil alle hier im Leuchtturm sind. Der Fuchs setzt sich hin. Warte hier unten, sagt Emil. Ich hole ein schönes Bettchen für dich. Bin gleich zurück. Emil läuft die Treppe hinauf. Es ist ein neues Tier gekommen, sagt Emil zu Oma. Oma seufzt. Nicht schon wieder. Wir haben doch kaum mehr Platz und überall liegen Köttel. Es riecht schon richtig muffig bei uns. Wenn ich nicht ab und zu das Fenster öffnen würde, wäre es noch schlimmer. Und das Essen ist auch bald alle. Was ist denn unser neuer Gast? Emil überlegt. Das weiß ich nicht so genau, sagt er. Es ist ein Fuchs. Ein Fuchs? Oh je! Ob das eine so gute Idee ist? Oma ist sich gar nicht sicher. Füchse essen, Kaninchen und Mäuse und Vögel. Emil hört ein Rascheln. Ich hab doch gesagt, du sollst unten bleiben, ruft er streng. Was machst du in der Schachtel von der Möwe? Und überhaupt, wo ist Möwe? Fuchs, was hast du getan? Meine Möwe ist kein Fuchsessen. Raus mit dir! Emil jagt den Fuchs aus dem Leuchtturm. Betrübt schaut er zum Himmel.
Doch zu seinem Erstaunen ist der Himmel plötzlich wieder strahlend blau. Und da ist auch noch die Möwe. Oh, warst du draußen? Ruft Emil erfreut. Du hast gemerkt, dass die Sonne wieder scheint. Doch dann fällt ihm der Fuchs ein. Wo mag er wohl sein? Sieh mal, sagt Oma, der Fuchs ist in eine Schneekuhle gerutscht. Ohne Hilfe kommt er da nicht heraus. Wir müssen ihn retten. Emil holt eine Leiter. Zusammen mit Oma ist er gerade lang genug, um den Fuchs herauszuholen. Komm nur, Fuchs, sagt er. Tut mir leid, dass ich dich verdächtigt habe. Das war ein Missverständnis. Du darfst so lange bleiben, wie du willst. Und du darfst dir auch außen, wo du schlafen möchtest. Versprochen. Ein Gast nach dem anderen verabschiedet sich. Möwe hatte als erste gemerkt, dass das Wetter wieder wärmer wird. Der Schnee fängt an zu schmelzen und der Frühling wird bald kommen. Bald sind alle Winterschläfer weg. Alle bis auf einen. Emil sieht Arthur verlegen an. Es tut mir leid, flüstert er, aber ich habe dem Fuchs versprochen und was man verspricht, muss man halten, nicht wahr? So, das war unsere Geschichte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hier seht ihr nochmal das Buch. Und im nächsten Jahr wird es weitergehen mit den Vorlesestunden. Hallo liebe Kinder, ich habe euch jetzt für die Weihnachtszeit was Besonderes mitgebracht zum Basteln. Hier könnt ihr sehen. So, und jetzt erkläre ich euch, wie ihr das alles basteln könnt. Als erstes habt ihr einen Stern als Vorlage. Der wird ausgeschnitten. Dann angemalt. Entweder mit Buntstiften oder Filzstiften oder Wachsmalstiften, das könnt ihr euch aussuchen. Macht den schön bunt. Und wenn ihr den angemalt habt, habt ihr hier eine alte CD und dürft den Stern draufkleben. So. Zum Schmücken für den Stern findet ihr dann in eurer Überraschungstüte viele kleine Sachen zum Raufkleben. Wenn ihr das alles gemacht habt, wird eine Kerze draufgestellt. Könnt ihr kleben oder nur draufstellen und dann ist der Stern fertig. Oh, ich habe was vergessen. Schaut mal her. Es gibt noch was zum Drumherumlegen. Es wird so drumherum gemacht. Um die Kerze festgeklebt und dann sieht das noch schön nach Weihnachten aus. So, liebe Kinder, ich wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit, ein schönes neues Jahr, bis wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Tschüss!